Ich habe für dich 8 Berührungen, die ihn verrückt nach dir machen werden. Wenn du das bei deinem Traummann ausprobierst, wird er nicht aufhören können, an dich zu denken. Vor allem bei Tipp Nummer 6 bin ich schon gespannt, was du sagst. Berührung Nummer 1. Unerwartete Berührungen. Das sind einfach so kleine Berührungen nebenbei, mit denen niemand gerechnet hat. Das kann beim Spazierengehen sein oder dass du so zu deiner Tasse über den Tisch greifst und zufällig bei ihm anstoßt. All diese kleinen unerwarteten Berührungen machen ihn verrückt, denn Dinge, die wir nicht voraussehen konnten, sind viel aufregender, als wenn jetzt klar ist, dass du auf ihn zukommst und ihn gleich umarmen wirst. Berührung Nummer 2. Kurze sinnliche Augenblicke. Das kann sein, dass ihr im Supermarkt an der Kasse steht und du siehst ihm für einen Moment tief in die Augen und streichst ihm dabei über die Brust oder die Schultern oder den Nacken. Wichtig ist dabei der intensive Augenkontakt und dass es kurz ist. Und am allerbesten ist das natürlich, wenn das irgendwo in der Öffentlichkeit passiert. Berührung Nummer 3. Massagen. Durch Massagen produziert man mehr Oxytocin. Oxytocin ist das Bindungshormon. Und das produzieren beide, das heißt der Masseur und der, der massiert wird. Okay? Das heißt, eine Massage ist ein wundervolles Werkzeug, um emotionale Bindung zu stärken. Das kann die klassische Rückenmassage sein oder auch eine Handmassage. Zum Beispiel, wenn du deine Hände eincremst, ich weiß nicht, ob du auch diesen Tick hast, ich habe immer eine Handcreme mit und ich creme meine Hände die ganze Zeit ein. Aber wenn du das auch hast, so einen Tick, kannst du ja auch, vor allem im Winter, die Handcreme nehmen und seine Hände damit eincremen und massieren. Ich bin mir sicher, er wird das lieben. Berührung Nummer 4. Über die Haare streichen. Das machst du am besten mit den Fingerspitzen, kannst du auch ein bisschen mit deinen Nägeln machen, aber ganz sanft, vorsichtig. Und optimalerweise so von der Schläfe nach oben oder vom Nacken nach oben. Und wenn du dabei deine Finger auch noch ganz leicht bewegst, also nicht gerade verlaufen lässt, sondern wirklich so in wellenförmig, dann ist das ganz besonders aufregend. Berührung Nummer 5. In seine Hosentasche fassen. Ja, du hörst richtig. Ein Freund hat mal berichtet, dass er es liebt, wenn seine Freundin die Wohnungsschlüssel aus seiner Hosentasche zieht. Ich würde nicht einfach so in die Hosentasche fassen, sondern wenn es um Wohnungsschlüssel, Autoschlüssel geht, ich weiß nicht, Taschentücher, keine Ahnung, irgendwas, was er eingesteckt hat, was du rausziehen möchtest. Ganz wichtig ist dabei, dass du das langsam tust. Also nicht, ja, das sind die Schlüssel, sondern wirklich die Schlüssel rausziehen. Und deine Berührung darf ruhig mehr sein. Also das darf ruhig ein bisschen mehr berühren, als eigentlich notwendig ist. Möchtest du gerne mit mir persönlich an deinem Beziehungsthema arbeiten? Das ist möglich in unserem Glückliche Beziehung jetzt Mentoring-Programm. In diesem Coaching begleite ich dich persönlich dabei, deine Traumbeziehung zu erschaffen. Wir beginnen in diesem Coaching aber mit der Selbstheilung, mit dem Heilen der Vergangenheit, dem Heilen von alten Mustern, stärken deinen Selbstwert, deine Selbstliebe. Und dann bringe ich dir bei, wie sich Männer wirklich verlieben. Du bekommst eine Schritt-für-Schritt-Strategie von mir für deine Situation und du lernst dann auch, wie du mit deinem Traummann tiefe emotionale Bindung erzeugst. Willst du dabei sein und mit mir persönlich an deinem Thema arbeiten, dann bewirb dich jetzt für unser exklusives Mentoring-Programm. Der Link zur Bewerbung ist direkt unter dem Video, da steht dabei, Glückliche Beziehung jetzt, Mentoring. Da klickst du drauf, bewirbst dich für das Coaching, dann ruft dich jemand von meinem Team an und dann schauen wir, ob es passt. Ich freue mich schon, denn vielleicht werden wir beide bald miteinander persönlich arbeiten. Tipp Nummer 6. Unbewusste Berührungen. Ich hatte mal eine sehr kleine Küche. Ich meine, die Küche, die ich jetzt habe, ist auch nicht wahnsinnig groß, da geht's, aber ich hatte mal eine wirklich schmale Küche, wo man wirklich nur in der Mitte gerade mal so viel Platz war. Und wenn ich da mit meinem Freund gemeinsam gekocht habe, musste ich ihn halt immer wieder so unbewusst nebenbei berühren. Das heißt, wenn du mal in eine Schublade musst, kannst du ihn einfach mit deinem Po so zur Seite schieben und diese kleinen unbewussten Berührungen ziehen sofort seine Aufmerksamkeit auf dich. Was sagst du dazu? Ist das etwas, das du schon regelmäßig getan hast oder ist das noch neu für dich? Hinterlass mir deinen Kommentar, ich bin gespannt von dir zu hören.
Berührung Nummer 7 sind die erogenen Zonen, aber nicht die, an die man jetzt zuerst denkt, sondern der Körper ist voller erogene Zonen. Und das gilt es gekonnt auszunutzen. Eine ist zum Beispiel die Innenseite der Unterarme. Probier mal aus, wie sich das anfühlt, wenn du da gerade drüber fährst oder so S-förmig. Merkst du das? Und dann Berührung Nummer 8 ist sich selbst zu berühren. Gut, aber jetzt auch nicht im erotischen Sinne, sondern wirklich Berührungen am Hals. Du kannst es einmal so über die Brust streichen. Wenn du das tust, ist aber wichtig, dass du ihm dabei nicht in die Augen siehst, sonst fühlt er sich irgendwie beobachtet, sondern dass du wegsiehst, während du dich so berührst. Denn dann kann er hinsehen, ohne sich ertappt zu fühlen. Durch diese Bewegung wird seine Aufmerksamkeit automatisch auf diesen Körperteil gelenkt. Wichtig ist bei all diesen Berührungen, führe sie langsam, sinnlich und mit dem richtigen Druck durch. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, was es braucht, um das Herz eines Mannes zu erobern und wie du deinen Traummann findest, verführst und behältst, schau dir mein Webinar an, das Geheimnis der Verführung. Direkt zu dem kostenlosen Webinar kommst du hier in der Mitte oder über den Link unter dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.